Es folgt der Vortrag Putzgeschirr für Rähmchen, vorgetragen vom Bienenfachwart des Landesverbandes Bayerischer Imker, Klaus Becker. Wie werden Rähmchen gereinigt? Eznatron 3%ig, also 1 Kilogramm auf 33 Liter Wasser, in kaltes Wasser einrühren. Schutzkleidung ist nötig. Unfallschutz ist zu beachten. Vorher das Bienenwachs aus Bienenwaben im Sonnenwachsschmelzer gewinnen, Wabenreste mit der Spachtel entfernen, die Brut- und Honigrähmchen bleiben weiterhin getratet. Das Putzgeschirr für die Rähmchen besteht aus einem Einkochkessel, Gummischürze, zwei Schutzbrillen, Bürsten, Klapptisch, Wasserkübel und Eimer und Eznatron, der inzwischen selbst besorgt werden muss. 1 Kilogramm Eznatron in 30 bis 33 Liter kaltes Wasser bzw. 5 Kilogramm in 180 Liter kaltes Wasser einrühren. Nie in heißes Wasser, weil sonst alles spritzt und überkocht und das wäre eine ganz große Gefahr für die Gesundheit und da sind leider auch schon viele Unglücke damit passiert. Man braucht säurefeste Handschuhe, die dicht sind und wirklich säurefest sind und auch Gummischuhe, die dicht sind. Und eine Schürze, die über die Gummischuhe reichen soll, sodass auf keinen Fall die Lauge in die Gummistiefel reinlaufen kann. Die grob mechanisch vorgesäuberten Rähmchen stellt man vorher entsprechend hin. Man muss aufpassen, dass man die Handschuhe nicht mit dem Wabendraht durchlöchert und damit unbrauchbar macht. Und wenn die Lauge richtig heiß wird und fast 100 Grad hast, dann geht es ganz fix, die Rähmchen erst von der einen Seite eintauchen, dann das ganze Päckchen umdrehen und die andere Seite eintauchen und aufpassen, dass man keine Spritzer von der Lauge abbekommt. Und mit der Bürste etwas nachhelfen, egal ob es jetzt eine Naturbürste ist oder eine feine Drahtbürste, so kann man die Reste schnell entfernen. Die so gereinigten Rähmchen aus der Lauge herausheben und ans Paket hier zum Beispiel in die Wanne legen, so dass sie dort zum Spülen sind. Einige Zeit das Wasser einwirken lassen. In der Zwischenzeit kann man die nächsten Rähmchen in die Lauge tauchen und während die eine Seite dann anfängt gereinigt zu werden, kann man die Zeit nutzen, um die Rähmchen hier aus der Wanne herauszuheben und Platz zu machen. Und so kommt man zu einem Kreislauf, in dem dann nachher alles ganz schnell weitergeht. Selbstverständlich, wie immer, wenn man mit Laugen oder Säuren arbeitet, sollte ein Eimer mit sauberem Wasser für Notfälle bereitgehalten werden, um schnell die Spritze abwaschen zu können, falls es doch einmal passiert. Denkt auch an eine möglichst größere Blechtonne, als sie hier gezeigt ist. Dort kann man dann zum Beispiel gebrochene Rähmchen, die es nicht lohnt zu reinigen, verbrennen. Aber man sollte für die Tonne auch einen passenden Deckel haben. Und wenn die Flamme zu hoch wird, das Feuer halbwegs zu ersticken. Die Löcher für die Tonnen, die unten drin sind, sollten nicht zu tief angebracht werden. Es werden Luftlöcher selbstverständlich gebraucht, aber unten entsteht manchmal dann eine Flüssigkeit aus dem
Bienenwachs oder aus Zucker, der sich verflüssigt hat. Und wenn die Löcher zu weit unten sind, hat man eine Riesensauerei auf dem Gelände angebracht, was man vermeiden möchte. Selbstverständlich ist auch das Ausflammen der Beuten mit dem Flammgerät des Imkervereins sinnvoll. Die Beuten werden innen so stark mit der blauen Flamme erhitzt, bis sich das Holz braun einfärbt. Auch unser aktiver Fachwart für Bienengesundheit und Hygiene, unser Kilian Wächtler aus Schlüsselfeld, wirbt für das seit dem Jahr 2012 genutzte Putzgeschirr des Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt. Er hat es auch schon genutzt und ist sehr zufrieden damit, dass wir es haben. Ein erfolgreiches Wirken wünscht Ihnen mit freundlichen Imkergrüßen der Klaus Becker. Dankeschön.